Jaxel, was hast du bloß auf diesem Mann zu tun? Die Lampe! Icke, Hüftgold. Entschuldigung für alles, was ich jetzt erzählen werde über mein Leben. Oh Scheiße, es geht tatsächlich schon los. Also in einem Tag sehe ich mich im Krankenhaus auf jeden Fall. Bereust du es manchmal, Icke, Hüftgold zu sein? Ja, ich habe das lange bereut und viel gelitten. Glaubst du an Gott? Ich habe sehr früh den Glauben an Gott verloren, weil ich die Scheiben der Kirche eingeschmissen habe mit 5. Gegenfrage, pupst du auch? Du, das riecht immer nach Rosenblätter. Ja, du gefällst mir. Oh. Kleine Titten und Nudelsalat. Hat er das wirklich gesagt? Ich bin da stolz drauf! Herzlich willkommen zu On My Way, dem etwas anderen Interview, bei dem ich meine Gäste so richtig ins Schwitzen bringe. Heute mit einer Spezialausgabe. Ich habe nämlich zwei Gäste am Start, beziehungsweise zwei Gäste in einer Person, nämlich einmal den durchgeknallten Kult-Party-Schlagersänger Icke Hüftgold, der sogar aus Kartoffelsalat ein Lied formen kann. Und zum anderen den mega sympathischen, soliden Privatmann Matthias Diestel mit Gartenbauflumme. Was? Ja, ist doch so. Wie geht's euch heute? Also Icke geht's gut, er ist sehr gut vorbereitet. Ich habe gestern noch die Sportschau extra geguckt, damit ich so gucken kann, wie die Leute sich so bewegen. Und ja, Matthias geht's eigentlich auch ganz gut. Der ist ein bisschen aufgeregt. Oh nein, oh, genau das Vanessa liebe ich. Mai, wer hätte das gedacht? Ich hasse es, wenn man Sendungen hat, wo immer die gleichen kommen und immer so voll berechenbar. Und ich wollte einfach wirklich eine bunte Mischung. Und du hast mich sehr begeistert bei Big Brother. Wirklich, muss ich echt sagen. Also noch vor ein paar Monaten hätte ich wahrscheinlich nur mit Icke Hüftgold vorlieb nehmen müssen. Und Gott sei Dank warst du bei Promi Big Brother. Ich saß vorm Fernseher mit Andreas, wirklich kein Scheiß, und hatte Gänsehaut in dem Moment. Und mich hat das wirklich sehr, sehr berührt. Und seitdem bin ich echt Fan. Da kann ich nur Danke sagen. Jetzt schlägt mein Herz ganz doll. Jetzt hör mal auf. Ja, wirklich. Also ich habe ja ganz, ganz lange gezweifelt, ob ich dieses Format mache. Ich bin ja eigentlich auch ein halbwegs erfolgreicher Unternehmer. Ich bin Familienpapa. Und soll ich mein Gesicht zeigen im Fernsehen? Soll ich meine Familie noch mehr, soll ich ihr noch mehr Schaden zufügen? Also Schaden ist übertrieben, aber es war natürlich auch eine ganz schwierige Zeit in den letzten Jahren, dass meine Kinder, meine Familie mit dieser Rolle halt auch klarkommt. Es war ein guter Rat von meinem Umfeld, das gesagt hat, komm, geh da rein, zeig den Leuten, dass hinter Icke nicht nur ein Idiot und ein Berufsalkoholiker steckt. Ja, was hat funktioniert? Aber warst du überrascht, wie das so abging? Hättest du damit gerechnet? Ja, ich kam raus und ich war so gechillt wie noch nie in meinem Leben. Es war die Reise meines Lebens. Ich habe gemerkt nach einem Tag, dass ich vermisse das Handy nicht mehr. Ich habe mich komplett auf die Leute, die im Haus waren, konzentrieren können und auf mich vor allen Dingen mal wieder seit Jahren einfach mal wieder nachgedacht. Was habe ich gemacht? Wo sind eigentlich deine Ziele? Wo sind deine Träume? Du lebst ja nur noch den Wahnsinn. Und von daher war das eine unfassbar tolle Situation für mich. Und ich bin rausgekommen und 2 Stunden bin ich dahin geklitten und dann... Boom. Und dann hat es von allen Seiten der Instagram, bam, bam, bam. Und guck mal, da und da ein Anruf. Und jo, jetzt bin ich wieder im Wahnsinn, aber ich versuche, meine Lehren zu ziehen aus der Zeit, die ich dort im Container hatte. Wir wollen echt noch viel über dich erfahren. Wir haben viele Fragen. Die Community hat uns überhäuft. Und wir werden ein bisschen spielen. Und ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn Icke so lange, bis wir spielen, in der Garderobe wartet. Ich hätte nämlich gern Matthias da. Ehrlich? Ja. Dann ist jetzt, okay? Also, ja, klar, dann tun wir den weg, den Mega. Vogel. Ich will dein Outfit noch ein bisschen erweitern. Wir haben nämlich ein mega, mega stylisches Schweißband. Blau oder gelb? Blau ist so meine Berufsfarbe. Okay, dann hast du das. Und was zum Trinken haben wir auch, verdursten wirst du nicht. Ich musste nur leider enttäuschen, es ist leider alkoholfrei. Natürlich in der tollen On My Way Flasche. Das mag aber sehr gerne. Entschuldigung für alles, was ich jetzt erzählen werde über mein Leben. Und hallo Kinder, Prost. Prost, los geht's aufs Laufband. Eine Frage noch. Macht man Sport, wenn der Nachname Hüftgold heißt? Hüftsport. Hüftsport? Auf jeden Fall. Hüftsport, den machst du heute hier auch. Okay, ich habe was vorbereitet für dich. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich zieh einfach mal auf. Das ist extra für dich. Nein! Limburg! Ja, Heimat, ja, Wahnsinn. Also das ist für mich alles. Limburg. Alles? Alles. Wirklich. Du bist da ja geboren, aufgewachsen. Ja. Und... lebst immer noch? Ja, Wahnsinn. Limburg, meine Heimat. Dort bin ich geboren und dort will ich auch bleiben.
Und wenn man diese Brücke da hinten mal sieht, dahinter ist Eschhofen. Das ist ein Ortsteil von Limburg. Ach, da hast du gewohnt? Und da wohne ich. Ach, du wohnst da? Da wohne ich, genau. Ich habe ja lange auf Mallorca gearbeitet. Da ist es schön, aber mich hat es immer wieder zurückgezogen. Das haben wir gemeinsam. Ich bin nämlich auch da geboren. Und ich bin da aufgewachsen, wo ich jetzt immer noch lebe. Oh, es geht los! Oh mein Gott, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ja. Wir können hier nichts steuern. Das Ding fängt einfach an. Das ist toll. Das ist toll. Ja. Das Ganze heißt nämlich jetzt erstmal Walk and Talk. Also es ist echt entspannt noch. Wie du merkst. Ich guck direkt mal jetzt nach dem Puls und nachher nochmal. Wie ist der? Wie ist dein Puls? Null ist irgendwie gefährlich. Null? Oh Gottes Willen, wenn du null hast, dann musst du Bescheid geben. Er geht jetzt Richtung 80. Echt? 80? Ja. Ja, bei mir ist noch entspannt. Aber der wird noch hochgejagt heute. Aber jetzt eine andere Frage, was ich auch echt cool fand. Das wissen nämlich auch nicht viele. Du hast Abitur. Ich habe tatsächlich Abitur. Da hast du mir was voraus. Ich hab's gekauft. Nein, hast du nicht. Nein, du hast Abitur und hast eine Ausbildung gemacht zum Gärtner. Nein, Nein, das denkt immer jeder. Nur weil ich eine Firma habe, hätte ich das auch gelernt. Ach, du hast ich habe gar nichts gelernt. Also so ganz klassisch mal gar nichts gelernt, weil ich studiert habe, gemerkt habe, dass ich Geld verdienen muss. Und dann irgendwie bin ich bei der Arbeit hängen geblieben, war dann noch kurz bei der Polizei und habe das auch hingeschmissen. Dachte, komm, ich melde jetzt eine Firma an. Meine damalige Freundin und auch dann Frau hat geweint, als ich nach Hause kam, habe gesagt, ich habe hingeschmissen. Okay. Ja. Und dann habe ich gesagt, hier, Schatzi, morgen melde ich eine Firma an. Du hast sie nicht alle, du hast nichts gelernt. Krass. Ja, und dann habe ich halt einen Hausmeisterservice angemeldet, damit ich Rechnungen schreiben durfte. Und dann habe ich Rasen gemäht, Beete gepflegt, kleine Bäume gefällt. Dann habe ich mir das nach und nach beigebracht. Und dann habe ich mir natürlich irgendwann Leute eingestellt, die das noch besser können. Ja. Ach, krass. Aber ich wollte halt immer Musik machen, deshalb bin ich von der Polizei weg, wegen Wochenenddienst und so einem Kram. Ja, aber deswegen, Musik ist ein gutes Stichwort, weil du warst in einer Rockband. Das stimmt jetzt hoffentlich. Das stimmt. Mit welcher Band würdest du eure Band vergleichen? So. Ja, am Anfang habe ich tatsächlich AC/DC gecovert. Okay, krass. Und Manowar und Metallica. Und dann habe ich festgestellt, dass ich lieber eigene Musik machen möchte. Und habe dann angefangen zu schreiben. Das war dann mit 18. Aber das Gute ist, auch wenn das jetzt hoffentlich richtig ist, Icke Hüftgold ist durch diese Rockband irgendwie entstanden. Ja, und zwar aus Verzweiflung habe ich dann alleine weitergemacht. War dann Sänger in diversen Coverbands und habe dann angefangen, Kinderhörspiele zu schreiben. Ach, und während so einem Kinderhörspiel kam ein Kumpel von mir rein und der sagt, boah, den ganzen Tag den Kinderquatsch, mach doch mal was Asoziales, mach doch mal Ballermann. Da habe ich gesagt, bist du bescheuert? Rockmusik, das ist meine Leidenschaft und für Kinder, da das ist... Kinder? Ja. Ich habe zwei kleine Kinder da, meine Kinder waren klein. Das ist Ehrensache, das ist halt, ich bin Papa und dann sagt er, weil du es nicht kannst. Oh! Das geht bei mir gar nicht. Ja, das kann ich verstehen. Dann habe ich gesagt, so, hol zwei Kissen Bier an der Aral. Mach mal kurz Werbung. Werbung! Piep! Piep! Während du die zwei Kissen holst, schreibe ich dir ein Ballermann-Lied. Und dann sagt er, jo, komm, der ist gefahren. Und der erste Satz von Icke Hüftgold war, du benutzt kein Deodorant. Das habe ich gleich am Geruch erkannt. So. Das ist geil. Sorry, wenn ich hier reingrätsche, aber das muss ich auch. Wenn ich dich mit Komplimenten überschütten darf, dann möchte ich das einmal sagen. Ich finde diese Art von Songs super, super schwer zu schreiben. Alle denken immer, es ist total einfach und keine Ahnung, aber es ist sehr schwer. Und dass es alle mitgrölen, dass es einfach durch die Decke geht, das ist echt Chapeau dafür. Uiuiuiui, okay, pass auf. Ich wollte nämlich noch fragen, wie einfach oder schwer ist es, das Image Krawall, Exzess unter einen Hut zu bringen mit Matthias? Du bist so... Ja, es war eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also rückblickend habe ich mir mit der Figur ein Monster geschaffen. Natürlich auch den Einstieg in eine ganz andere Welt. Habe ich mir immer gewünscht, Musiker zu sein, aber ich wollte natürlich geile Musik machen. Heute sage ich, ich mache geile Musik, weil ich... Leute entertainen, Leute Spaß haben, Leute strahlen, wenn sie da stehen mit ihrem Bierchen und diese Musik hören. Aber ich habe mir natürlich auch in der Familie privat keinen Gefallen damit getan. Bereust du es manchmal? Also gibt es Momente, wo du sagst, so jetzt bereue ich Icke Hüftgold zu sein? Ja, ich habe das, hab das lange bereut und war immer wieder kurz davor, alles an die Wand zu schmeißen. Und es war eine sehr tränenreiche, aber auch schöne Zeit. Ja. Sag mal, gibt es einen Moment, wo es sein könnte, von heute auf morgen Schluss mit Icke? Jetzt? Ja, ich verliere gerade so ein Stück weit mein Bezug alter Ego hier, mein Kollegen. Okay. Und weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht. Okay. Ich finde es so bewundernswert, wie der Weg halt einen manchmal führt.
Ja, ich sehe es. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Alle führen mich zur Verzweiflung. Weißt du, das Krasse ist, dass es noch viel schlimmer wird. Was denn? Es wird noch viel schlimmer hier. Ehrlich? Ja, wirklich. Also ich wollte eigentlich noch, ich hatte noch eine Frage, nämlich weil ich den Song feiere mit Werner Hansch. Ja. Wie kam es denn dazu? Werner ist den ganzen Tag durchs Schloss gerannt. Oh, oh, oh. Und hat Ich bin verliebt gesungen. Das war so der Running Gag über die ganze Staffel irgendwie. Ja, ja. Und er hat gesagt, ah, das wäre doch mal schön. Nochmal auf der Bühne stehen und singen. Er hat gesagt, Werner, wenn wir rauskommen, egal, irgendwie. Ach, du hast es eben Big Brother House schon gesagt. Ja, ja. Und das Versprechen habe ich natürlich eingelöst. Der strahlt heute noch und freut sich, dass er das auch noch abhaken durfte in seinem doch sehr fortgeschrittenen Alter. Ja, das stimmt. Das stimmt echt. Ach, wie süß. Hast du Bock auf Matthias oder auf Icke? Ey, wir können auch mal ein bisschen mehr in die... Wir können auch ab, weil jetzt kommt ein Quiz. Ich habe auch keine Ahnung, was da so richtig drankommt. Wenn jetzt Icke Bock hat, kann er loslegen. Ich habe ja das Gefühl, dass Icke ein bisschen fitter Icke schwitzt gleich noch. Icke ist fitter. Boah. Warte. Dip. Ist Icke am Start? Das ist unfair. Warte, ich trinke noch kurz was. Oh, noch trinken, das ist gut. Scheiße. Das ist echt gut, weil jetzt kommt eine kleine Gemeinheit ins Spiel. Wasser. Geil. Boah. Pass auf, die Gemeinheit ist, die Laufbänder werden schneller, denn das nächste Spiel heißt Double Time. Double Time. Okay, es werden Songs eingespielt. Wir spielen gegeneinander. Kein Problem. Die meisten Songs haben vielleicht mit dir zu tun. Wenn du eine Geschichte dazu hast, dann schmetter sie raus. Ja, schmetter nichts kaputt. Ja. Wenn ich reden kann, dann noch. Rechts ist ein Buzzer. Drück mal, ob er geht. Herrlich! Dann würde ich sagen, wir können, oder? Icke? Ja, ja. Ready? Ja. Ich war seit Wochen auf diesen Tag. An Tagen wie diesen. Und tanz vor Freude, weil du recht hast. Tote Hosen. Ja, an Tagen wie diesen. Okay, das haben wir zusammen gemacht. Ey, das hast du schon alleine gemacht. Aber das ist auch eine Riesennummer. Hammerkrass. Kann ich dazu was erzählen? Ja, bitte. Ich habe den Song verarscht. Das war vor 6 Jahren, als er rauskam. Da habe ich eine Bierkönig-Version gemacht. Ja. Da hat Campino hat irgendwo... Das habe ich mitbekommen, glaube ich. Irgendwas war. Mallorca im Hotel gelegen, hat gehört. Da fing sein Lied an und ich sing. Auf jeden Fall gab es dann einen Anruf von seinem Anwalt, ja, der aber ein riesen Fan von mir war, weil er meine Karriere beobachtet hat. Oh. Und der hat das ausgebremst. Okay. Ja, ich kam irgendwie mit blauem Auge davon. Schöne Geschichte. Aber ich darf nicht mehr drüber reden. Nein, das hast du auch gerade nicht. So. Und Helene Fischer hat es auch versucht mit einer Klage. Wir kommen so schöne Sachen auf den Tisch. Ich liebe es. Nächster Song. Bist du auch schon mal verklagt worden? Nein, ich bin noch nie verklagt worden und ich habe auch noch niemanden verklagt. Ich bin so krass arschlangweilig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nächster Song. Was ist das? Oh, sexy, sexy. Also, hier. Wasser. Oh. Ja, was? 1:1,5. Warum? Was ist es? Sexy. Und welcher Interpret? Westernhagen. Und was kannst du dazu sagen? Ich habe in einer Marius Müller Westernhagen Showband gesungen. Hast du? Ach, ja, krass. Ich war der Frontmann von Marius und wir waren die beste Westernhagen Coverband vor 40 Jahren. Die beste Westernhagen Coverband. Auf jeden Fall. Mach mal Sexy. Sexy. Was hast du nur mit einem Mann zu tun? Fuck. Die Lampe! Lass bitte alles ganz! Die Lampe war das Teuerste in der ganzen Produktion. Ich höre ja auf. Nächster Song. Draußen ist es grau, ich sitze mit dir hier blau. Hab ich mir ein bisschen klauen lassen, das Song. Warte, achso, nächstes Lied. Hä? Ah! Oh! Oh, verdammt! Oh. Im zweiten Fall, Scheiße! Die, die immer lacht, Kerstin Ort. Verdammt! Leck um Mio, bin ich gut. Oh Mann, hast du eine Verbindung zu dem Song? Also mit Kerstin Ott hatte ich noch nichts. Das ist die einzige Verbindung, also, die ich habe. Du hattest mit Kerstin Ott noch nichts. Ach so! Was? Nee. Hä? Ach, ob ich eine Verbindung hätte mit Kerstin Ott? Nämlich, ob du was mit Kerstin Ott hattest. Ich hab nichts mit der gehabt. Warum hast du auf Stopp gedrückt? Was ist denn hier mit meinem Ding los? Geil! Du bist auf Stopp gekommen. Oder man hatte Mitleid mit dir, das kann auch sein. Ich habe eine Verbindung. Ja, die immer lacht. Ja. Ich kenne den Song. Richtig. Das ist die Verbindung. Richtig. Halleluja. Halleluja, jetzt geht's los. Hey, du, ich habe auch zu kämpfen. Die Pause habe ich. So, wie viel steht's denn? 4:1,5. Ja, so. Nächster. Okay, so. Letzter Song. Ich glaube, du gewinnst. Natürlich kann ich den Song, aber ich weiß. Hey, war der Scheiße? Immer geschehen. Fuck.
Jürgen Drews auf jeden Fall, oder? Nein. Ich habe ein Schloss. Das in den Wolken. Wer ist denn nochmal? Jürgen Drews. Das war der Jürgen. Ja, ist der Song, ich baue dir ein Schloss, oder? Ja. Jürgen habe ich letzte Woche bei Ralf Siegel auf dem Geburtstag gesehen. Warst du auch auf dem Geburtstag von Ralf Siegel? Ja. Was ich habe, ich stand im Radio beim SWR4 und habe gesagt, herzlichen Glückwunsch, Ralf Siegel. Ich war nicht eingeladen, aber du warst da. Herzlichen ich das gewusst hätte. Ich habe die Gästeliste ja manipuliert, sonst wäre ich ja nicht da gewesen. Du, Icke, ich glaube, du hast gewonnen. Nee, ich glaube, ich kann Matthias wiederkommen. Ich finde es das scheiße, dass Icke mich schlägt. Ja, das wäre ein Träumchen. Jetzt schon? 2,5 zu 2. Ja, du hast schon gewonnen. Oh, ein Applaus. Hier bitte vom Team. Hier. Jetzt kommen schwere Beine, schwere Fragen. Okay. Oh mein das Gott. Heißt, es steigt die Spannung und es steigt die Steigung des Laufbands. Es steigt auch mein Puls, warte. Wie hast du? Immer noch null. Bitte nicht. Jetzt kommt 75. Habe ich, hab ich schon erwähnt, dass die Steigung des Laufbands steigt? Ja, ich habe es gerade leider gemerkt. Und nicht nur das ist schwer, sondern die schweren Fragen sind noch schwerer, weil die kommen aus der Community. Du hast ja mitbekommen, dass wir, Fragen gesammelt haben aus deiner und meiner Community. Ich habe nichts damit zu tun, ich schwöre bei Gott. Ich habe wirklich nichts mit diesen Fragen zu tun. Die Reaktion hat sich alles rausgesucht. Los geht's! Ja. Wie viele Perücken besitzt du? Momentan 7. 7? Ja, aber die 6, also es gibt nur diese auf meinem Kopf und die anderen 6 sind alle für den Notfall. Okay, ich habe nachher noch ein paar Fragen dazu, deswegen frage ich jetzt nicht. Bekommst du oft unseriöse, sexy Angebote von deinen Fans? Ja, ich bekomme keine Dickpics geschickt, das ist mir noch nicht passiert. Darf ich da eine Gegenfrage gleich? Ich bekomme viele Angebote, in der Tat, momentan viele Telefonnummern. Ich habe Bikini-Fotos geschickt bekommen, aber leider nur vom Bikini. Oh. Das war, oh, okay. Der war voll. Nächste Frage. Okay. Sind dir deine Texte manchmal selber peinlich? Oh Mann, come on. Meine Texte sind natürlich alle sehr, sehr peinlich. Gibt es etwas in deinem Leben, das du bereust? Oh nein! Nein! Nächste Frage. Ach komm, aber wirklich? In der Tat, es gibt einiges, was ich bereue. Und aber wirklich? Weil ich finde immer. Darüber kann ich leider nicht reden. Musst du auch nicht, aber ich finde immer, alles, was passiert, hat einen Grund. Und irgendwie wird man doch zu dem Menschen, der man ist. Und das, man gewinnt trotzdem. Ist es nicht so? Also, ich bin ja aus Niederlagen gewachsen und ich habe Niederlagen immer angenommen als. Eben. Letztendlich als Gewinn. Nämlich Gewinn an Erfahrung. Und das hat mich, glaube ich, auch zu dem schlechten Sportler gemacht, den ich heute bin. Eben, aber so, deswegen können wir die Frage verneinen. Ja, ja, ja. Du hast nichts bereut. So, bist du ein strenger Vater? Wie würdest du deinen Erziehungsstil beschreiben? Ja, ich habe eine ganz tolle Frau, die alles richtig gemacht hat in der Erziehung. Ja. Und ich durfte irgendwie so der Spaßkapitän sein. Bis heute. Mhm. Meine Kinder sind übrigens mit hier in der Stadt. Sind sie da? Ja, aber unterwegs. Wir sind ja schon 14 und 17. Willst du etwa sagen, wir sind uncool, dass sie nicht mitkommen, oder wie? Ach so, nee, weil Shoppen interessanter ist als der Papa irgendwie vor der Kamera. Okay, alles klar. Mann. Ja. Aber guckt euch die Folge Wesens an. Auf jeden Fall. Oh, Frage, oh, das ist spannend. Glaubst du an Gott? Das ist so eine große, Lücke in meinem System. Mhm. Ich habe sehr früh den Glauben an Gott verloren, weil ich die Scheiben der Kirche eingeschmissen habe mit 5. Und meine Oma damals gesagt hat, das war das Schlimmste, was du machen konntest. Ja. Weil wenn du stirbst, kommst du in die Hölle. Ich habe dann mit 11, 12 entschieden, dass es keinen Gott gibt. Das hat mir auch geholfen, Dinge zu tun, ohne Angst. Ja. Weil ich denke, es interessiert danach eh keinen. Halleluja! Ist alles noch gut übrigens? Ja, 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 ja. Okay, gut. Aber ich würde dann sagen. Wir haben noch ein bisschen. Easy peasy. Glaubst du nicht an Schicksal oder dass die Dinge passieren, weil sie passieren und sie müssen passieren? Ich glaube, was auch immer das ist. Ich glaube daran, dass man, wenn man mit Herz durchs Leben geht, dass einem das Leben halt auch beschenkt. Das zurückgibt, right. Und ob danach was anderes passiert. Die ist aber liegt ganz ja nicht schön in unserer Hand. Jetzt hör aber auf, ey. Nein, alles gut. Du kannst immer noch das Schweißband benutzen. Brauchst du ein neues? Oh mein Gott, was das brauchst tolle du neues? Schweißband. Letzte Frage. Wie geht es Frau Hüftgold? Bist du aktuell vergeben oder gibt es eine andere? Gibt es eine Frau Hüftgold und gibt es eine Distel? Es gibt eine Frau Distel. Eine Distel? Das ist die Mutter meiner Kinder. Ja. Meine beste Freundin. Aha. Wir leben seit 10 Jahren getrennt. Okay. Und sind aber ein Riesenteam. Aha.
Ja, und aktuell gibt es keine Frau Hüftgold, weil mein Leben momentan wieder komplett aus dem Ruder läuft. Ach, okay. Weil ich ein bisschen zu viel arbeite gerade. Schon aber wieder. Jo. Jetzt kommt eine Erfrischung für dich. Du hast dich nämlich echt gut geschlagen. In der nächsten Rubrik weiß ich auch nicht, was kommt, denn wir spielen Never Have I Ever. Sagt dir das was? Ich bin so ein bisschen in Englisch nicht ganz so gut. Sag ich dir. Aber irgendwas mit bloß, sag niemals nie. Nee, ich hab noch niemals. Das heißt, nein, noch nicht. Nur ein Schwein trinkt allein. Nein. Oh. Warte. Das war der Mexikaner, der Virgin. Boah, war der gut. Mexikaner ist ekelhaft. Können wir noch einen, bitte? Der ist, ich mag den gar nicht. Ja gut, wenn dir die Dinge so gut schmecken. Ich setze mir was und du erzählst und ich hab Durst. Wenn dir die Dinge so gut schmecken, können wir gerne anfangen, wenn du möchtest. Okay. Also, nochmal zum Erklären. Wir spielen das nur mit Ja oder Nein. Kannst du antworten. Das heißt, wenn du ein Doch antworten könntest, ist es ein Ja. Ne? Klar. Und wenn es ein Ja ist, müssen wir trinken. Das ist toll. Ich sag fünfmal Ja, egal was kommt. Oh mein Gott, ich probe sogar nicht roten Ampeln. Ich trinke so gerne. Oh mein Gott. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass Vanessa Mai auch in der Nase bohrt. Ne? Ich könnte dir noch so viele Dinge erzählen. Lassen wir jetzt. So, weiter. Ich hab da noch eine Frage. Pups, nein, nein, nein. Du auch? Du, das riecht immer nach Rosenblätter. Hast du am Anfang. Traumfrau. Leider vergeben. Ja. So. Anonym im Netz? Nee. Nein. Hab ich nicht. Nö, ne? Wir stehen nur zu. Ich bin blöd für so einen Fake-Account. Ich habe schon Probleme, meinen irgendwie im Griff zu halten. Ich gebe dir Nachhilfe. Wir machen nachher noch einen TikTok. Okay. Nächstes. Ja, mein Mann ist Schwabe. Manchmal darf ich es nicht. Ich gebe immer Trinkgeld. Und ich trinke auch gern. Prost. Diese Mischung ist einfach so kacke. Weiter. Oh mein Gott, wie viele Auftritte ich schon versammelt habe. Ja, aber ich. Oh Gott, ey. Wurde auch rausgebuht schon. Oh mein Gott, ich bin. Hm? Ist egal. Mm. Ich soll jetzt, das wollt ihr wissen. Ja, natürlich wollen wir das wissen. Das war Bierkönig. Alle haben gefeiert, die Bühne war zu mit besoffenen Männern. Es war Mai, es waren keine Frauen da. Okay. Icke Hüftgold, den keine Sau kannte, wurde angekündigt. Security räumt alles frei, ich auf die Bühne. Die Lieder hatten wir nicht gekannt. Alles hat geboot. Alles. I know, ich kenne das. Der erste hat den Mittelfinger oben gehabt, der zweite. 1500 Leute im alten Bereich. So und buh. Ach du Scheiße. Es gab zwei Möglichkeiten. Ich höre auf und werde nie mehr diese Bühne betreten. Ja. Oder ich stelle mich hin, mach so und sag, Leute, wir feiern jetzt. Ich weiß, sind keine Frauen da. Beleidigt mich, beschmeißt mich mit Bier, ich ziehe ja eiskalt durch. Das ist das Beste, was runter. Du machen kannst, ja. Dann kamen zwei, drei Leute und haben gesagt, ey, Alter, bist du für eine coole Socke. Jeder hätte hingeschmissen. Hm. Dann habe ich gesagt, komm, das nächste Mal komme ich auf die Bühne und zeige direkt den Mittelfinger. Und seitdem machst du werde das? Ich, ja. Ich kann dir mal ein Bild zeigen, Schalke Ole, 50.000 Leute. Alle haben den Mittelfinger oben. Im Intro und jetzt alle Mittelfinger nach oben, hier kommt Icke Hüftgold. Ja, aber das ist heute. Das Beste, was du machen kannst. Das ist, ich hab, man wird es nicht glauben, ich wurde auch schon ausgebucht und nicht nur einmal. Und ganz früher. Und, ganz früher aber. Ganz früher. Nein, du, es gibt immer jemand, der dich nicht gut findet. Das ist ganz normal. Das stimmt. Hast du schon getrunken? Nee, dann trink nee, mal. Ach so. Warte, Prost. Ja, du musst ja noch. Ich glaube, wir haben noch eine Frage, oder? Den kann man gar nicht selber beeintragen, aber ich würde es tun, wenn ich es könnte. Also ja, und ich helfe dir auch dabei. Oh, bitte. Weil ich fand, einen Satz fand ich kacke. Bei wem, bei dir? Bei dir. Nee, bei du mir? Warst deutsche Hip-Hop-Meisterin in der Formation. Ja. Da schreiben die einfach rein, dass du bei der Weltmeisterschaft Letzte geworden bist. Da können wir doch manipulieren, oder? Für die Vita. Na du, ich bin eigentlich ganz stolz drauf, weil das ist sowas, was die Leute nicht erwarten. Dass du Letzte wurdest. Und alle machen sich halt lustig. Nein, und ich denke mir so, ach, ja, Gott. Und ich war Letzte und ich... Ich fand's dann nein. Auch blöd, aber ich nee. Wusste ja warum. Da warum? Brauch ich gar nicht den Tanz warum zu sehen. Warum wusstest du warum? Weil Deutsche einfach blöd sind. Im internationalen sind Vergleich kann Hip-Hop tanzen können. Ja, es ist so. Aber geile Erfahrung, oder? Hallo, Las Vegas. Klar, mit 16 kannst du dann nicht so viel machen, aber war trotzdem mega gut. Also, es war, ich bin auch stolz drauf. So, ich glaube, wir haben noch eine Frage. Haben wir noch eine Frage? Nein, wir sind durch. Wie sagen wir Skull, Prost, Cheers, Chin Chin, hau weg. Nee, warte, ich hab was. Von der Mitte. Kennst du? Was? Von der Mitte so. Von der Mitte so. Den zum. Zack, zack. Ja, Prost. Ich
Ich glaube, wir müssen mal zum Ballermann gehen. Du bist so richtig deftiges Mehl. Was soll das heißen? Ja, du gefällst mir. Oh. Ich dachte immer, du wärst so eine Prinzessin. Oh ja, das kann ich auch sein. So, ich stell das da draußen klar. Das mache ich nochmal. Oh nein! Ey, wenn du irgendwas Böses sagst. Ich schreibe auch ein Lied. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo du wohnst. Hinter der Brücke. Hoffentlich nicht irgendwann unter der Brücke, aber wenn du mich ein bisschen Steilvorlage. Unterstützt. So, okay, wenn ihr Fragen habt für uns, für die nächsten Gäste, dann schreibt sie immer schön in die Kommentare rein. Ne? Solche Fragen nein, wollen wir ich haben. War der letzte Gast hier in der Sendung. Danach ist meistens immer alles kaputt. Ballermann kaputt, überall, wo ich war. Hey Icke, ich habe jetzt. Ja. Nein, Matthias haben wir ja gerade noch. Ach, scheiße, ich bin du wieder. Kannst jetzt entscheiden. Warte, ja. Mach nochmal trocken, weil jetzt haben wir einen Schlusssprint. Oh ja, ich bin jetzt warm. Wirklich, das ist echt hart. Komm. Oh Gott, das zieht sich auch noch aus. Icke tritt an, alles klar, komm. Es gibt Fragen. Genau, gerade einen Minen-9. Aber es das geht los. Eine 9. Schlusssprint, los geht's. Kopf, ja. Oh mein Gott, ich muss mal aufstoßen von diesem scheiß Ding da. Was? Ich muss aufstoßen von diesem Shot. Ja, rutsch mal schön laut hier für die also, Community. Zeig mal, was du kannst. Ich erkläre es dir. Mal dein, warte. Kehr mal dein Inneres nach außen hier. Ich erkläre dir das Spiel. Was denn? Also, du darfst nur mit einem Wort antworten oder du willst eine der beiden Optionen. Ich fange an, okay? Kannst du? Nee. Doch. Lieber Bühne oder Garten? Habe ich gesagt, dass du schnell und spontan antworten sollst? Ich sag ganz spontan Bühne jetzt. Okay, alles klar. Wäschst du deine Perücke regelmäßig oder selbst? Die stinkt so hart, immer selbst. Und du wäschst sie auch? Ja, klar. Alles klar, riecht man nicht, aber gut. Doch, hier. Rock. Rock oder lieber Partyschlager? Oh mein Gott! Nimm doch nicht das Studio aus. Auf jeden Fall rockigen Partyschlager. Achso, ja, okay. Pass auf, hattest du schon deine Midlife-Crisis? Ja, die habe ich schon viermal hinter mir. Okay. Guck mal, wie alles aussieht. Geschenk oder einfach Geldschein? Geschenk? Oder Geldschein? Ein Geschenk. Ach so, ein Geschenk, danke. Oh ja, schön. Entschuldigung. Willst du bis ins Rentenalter arbeiten? Unbedingt. Ach komm, Leute, wirklich? Laubbesen oder Laubbläser? Was? Laubbesen oder Laub... was? Laubbesen oder Bläser? Bläser, das ist viel einfacher. Oh mein Gott, ich hab's geht gewusst. Schneller. Spielst du Lotto? 12 schon, nein. Spielst du Lotto? Nein. Nein, ich habe Angst zu gewinnen. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Das ist wo wirklich siehst du dich in 10 Jahren? Also in einem Tag sehe ich mich im Krankenhaus auf jeden Fall. Oh Mann, ich besuche dich. Echt ein Herzattacke. Wir haben die letzte Frage, pass auf, gleich geschafft. Weihnachten, Gans oder Würstchen mit Kartoffelsalat? Nur Kartoffelsalat. Und danach? Bäm! Bäm! Was danach? Kartoffelsalat danach? Oh. Sie kennt meine Lieder gar nicht. Nein, doch, ich kenne sie, aber... Ach so, die Titten, meinst du? Psst. Entschuldigung. Wir sind hier auf dem öffentlich-rechtlichen. So, Icke, ja. Du hast keinen Krampf, du hast keinen Muskelfaserriss. Ich bin so stolz auf dich. Oh mein Gott, mir ist so schlecht wirklich. Ich bin auch. Du schwitzt ja noch nicht mal. Glaub mir, ich schwitze aber nach innen. Du schwitzt nach innen? Sag mal, welche Projekte stehen an? Ich habe gesehen auf Instagram, ich habe Sido gesehen mit deiner Perücke. Was da los? Darfst du was sagen schon? Ja, ich darf zumindest sagen, dass Sido mit Alligator ein Projekt macht und ich mit Ralf Siegel und mit Nico Santos Cameo-Auftritt im Musikvideo hatte. Echt? Das war's auch schon. Wie kommt man daran? Ja, wenn man cool ist und. Ja, wenn man cool ist. Aber ich denke, ein gutes Wort für dich sagen. Ja, danke schön. Danke dir. Matthias, ich. Warte mal, ich muss aufstoßen. Was, ist schon Feierabend. Ich muss aufstoßen. Ich mal ordentlich und dann verabschiede mich mal, so wie ich es verdient habe. Ja, mache ich doch, aber ich muss aufstoßen. Es tut mir leid. Ich danke dir, dass du da warst. Ich habe mich echt voll krass gefreut. Vielen, war ein vielen kleiner Dank. Kindheitsraum von mir. Wirklich? Also, ja, okay. Also hey, ich war ja noch gar nicht da. Na ja, gut. Das sage ich immer. Oh mein Gott. Danke dir. Ich wünsche dir nur das ich Beste. Hab zu danken und. Und wir werden uns wiedersehen. Ich freue mich auf unser erstes Duett. Das können wir auch ankündigen jetzt schon mal hier an der Stelle. Wollt ihr es sehen? Schreibt es in die Kommentare. Über was singen wir dann? Über kleine Titten und Nudelsalat. Was ist denn eigentlich jetzt gerade? Was? Hat okay, er das wirklich scheiß gesagt? Hast hat er das gesagt? Weißt du, glaubst du, ich kann was für mein A-Körbchen? Glaubst du, ich kann was dafür? Nee, hör mal, ich hab überhaupt nicht hingeguckt. Ich bin da stolz drauf. Ich. So, Schluss jetzt. Feierabend. Das ist Schluss. Nicht mehr für unser... Halleluja. Oh mein Gott. Das kannst du ja nicht senden. Ich hatte so viel Spaß mit Matthias alias Icke Hüftgold. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt von On My Way, dann abonniert jetzt den SWR Schlager Channel auf YouTube hier. Drückt die Abo-Glocke und in den Kommentaren könnt ihr auch gerne schreiben, was euer Lieblingsmoment aus dieser Folge war. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Habe ich was vergessen? Ach ja, folgt noch SWR Schlager auf Facebook und auf Instagram. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssi.